Man sieht schon, dass das eine imposante Größe hat, das Modell. Kann man klasse in der Luft erkennen. Man kann auch in einer Höhe neue Figuren einüben, wo man kleineren Heli schon gar nicht mehr richtig sehen würde. Aber das ist ein schöner, großer Bus, der stabil in der Luft liegt und auch vom Wind kaum beeindruckt ist. Gerald ist der Technik-Flieg schlechthin, also der fliegt seine Figuren sehr sauber, wie man sieht, und ganz relaxed und entspannt. Besonderheit an dem Modell vom Georg ist, dass er im Gegensatz zu den anderen auf Leichtbau setzt. Der fliegt das Modell mit einem Cyro 750 in der Standardausführung, nicht einmal Competition-Wicklung drin. Normalerweise wird für solche Helis 800er Motorenklasse verwendet, aber er hat konsequent auf Leichtbau gesetzt und ich konnte das Modell mal fliegen. Er liegt echt wie ein 700er agil am Knüppel. Hat leichte Akkus von Gens Ace drin und ein Cosmic 200, ein cool Cosmic. Wir haben Montag das Ding mal geflogen und waren, glaube ich, noch 7 Minuten Flugzeit immer noch mit 40% Restkapazität im Akku unterwegs. Sensationell stromsparend dieses Modell, so wie es er konfiguriert hat. Logo 800 ist keine Smack-Maschine. Will man auch nicht, wenn man so ein Modell kauft. Eher was zum Präzisionsfliegen. Schön gemütlich, mit moderater Drehzahl, aber das Modell ist trotz allem, trotz seiner Größe, sehr agil.
der Schorsch, ne? 4-Minuten-Timer mit an die 50. Vergisst man manchmal seinen Timer zu setzen. Die 4 Minuten sind locker um. Weil das Lied war 5 Minuten lang, hat der Clemens mich darauf hingewiesen. Also bitte reinkommen und landen.